Verbrannte Erde in Spaniens Urlaubsregion Costa Blanca. Seit dem Wochenende wüteten in der Umgebung des Touristenorts Javea schwere Waldbrände. Die Behörden gehen davon aus, dass Brandstiftung die Ursache für die Katastrophe sei. Mehr als 1000 Bewohner und Touristen mussten vor den Flammen fliehen, so wie diese deutschen Urlauber. Wir waren absolut hilflos und irritiert, ja, und auch verängstigt, ja, und wussten nicht, ob wir das Haus verlassen mussten, ob wir die Türen schließen müssen, ja. Und wir haben immer geschaut, wo ist der Wind, welche Windrichtung, ja, nimmt der Wind und wo könnte das Feuer eventuell kommen, ja. Mittlerweile gaben die Behörden in Javea bekannt, dass die Brände zumindest eingedämmt seien. Man sei aber weiter im Einsatz, um die Feuer ganz zu löschen. Andernorts in der Region Alicante im Hinterland geht der Kampf der Einsatzkräfte gegen die Waldbrände weiter. Hier bei Bolulla waren Helikopter und Löschflugzeuge im Einsatz. Außerdem sind hunderte Feuerwehrmänner und Soldaten an der Aktion beteiligt.